Ja, wir haben lange darüber nachgedacht und gegrübelt. Wir haben praktisch 4 Jahre gebraucht, bis wir hier dieses Haus endlich beziehen konnten. Mit unseren Freunden, schaffen wir das noch? Schaffen wir, waren noch keine 50, schaffen wir das, dass wir eine neue Wohnform ausprobieren? Und alle waren hochinteressiert daran, mal was auszuprobieren. Wir fühlten uns alle so fit, dass wir dachten, könnte doch spannend werden. Und könnte, wenn es gut geht, auch sowas wie eine Vorsorge fürs Alter werden. Und das hat sich herausgestellt, dass wir diese lange, lange Zeit, die wir jetzt hier zusammen sind, wir sind im 28. Jahr zusammen, dass wir viel gelernt haben, wie wir uns unterstützen können. 2 sind gestorben in unserer Mitte. Wir haben sie über Jahre begleitet, hier zu Hause. Insgesamt 7 Jahre haben wir gepflegt. Das hat uns zusammengeschweißt. Jetzt werden wir älter, die ersten haben Ersatzhüften, 2 haben einen kleinen Schlaganfall gehabt. Klar, das kommt alles. Ich gucke mal bei mir, wann ich denn dran bin. Das kann ja jeden Tag passieren. Das ist richtig. Und wir lernen täglich, dass es eine große Hilfe ist, wenn man zusammenlebt, wenn man sich unterstützt, wenn man sich mitnimmt, wenn man auf den anderen aufpasst, guckt, wie geht's dem. Muss man den gerade rausholen aus seiner Einsamkeit und aus seiner Trübsinnigkeit? Kann man was gemeinsam machen? Gerade die sehr rechnen müssen und die genau überlegen müssen, können wir das uns noch leisten? Den rate ich besonders, dass sie nicht einfach warten, bis ihnen die Decke auf den Kopf fällt und sie dann irgendwo in einem Heim landen und das kostet in Bremen zurzeit monatlich 4.500 €. Könnt ihr das vorstellen, das kann doch kaum einer bezahlen. Wer kann denn das bezahlen? Und wer das auf sich zukommen sieht, der kriegt Probleme, der hat Ängste davor, der versteckt sich. Ich habe heute gerade in Zeitung gelesen, die Suizidzahlen gehen gerade bei den Alten dramatisch nach oben, weil die verzweifelt sind, weil sie ihre Einsamkeit nicht aushalten. Und da rate ich, lasst das nicht auf euch zukommen, sondern wenn ihr dann noch vital und unternehmungslustig seid, dann überlegt euch, ob ihr nicht Freunde findet, Leute, mit denen ihr gern zusammen seid und dann mit denen zusammen unter ein Dach zu ziehen, das kann sehr viel Geld sparen. Dieses sieht sehr teuer aus, aber das kann sehr viel Geld sparen. Wenn man auf dem Land zum Beispiel ist, da gibt es so viel Leerstand. Da werden einem die Immobilien ja hinterhergeschmissen. Und wenn man dann mit 5, 6 Leuten ankommt und sagt, hey, das lassen wir nicht vergammeln, dieses alte Haus, dieses alte Fachwerkhaus, dieses alte schöne zentrale Haus im Dorf, sind ja oft zentrale Gebäude leer, fürchterlich. Da wollen wir was machen. Und dann fangen die an. Und dann ist der Bürgermeister hinter ihnen und sagt, Mensch, auf euch habe ich gewartet. Ihr bringt meinen Ort hier wieder in Schwung. Ihr bringt alte, leerstehende Liegenschaften wieder in Schwung. Das ist doch das Beste, was ihnen passieren kann. Und dann findet man bei der Sparkasse oder bei der Volksbank, findet man auch Leute, die sagen, das können wir uns vorstellen, dass wir das finanzieren. So, und wenn man dann wirklich in die Pflegebedürftigkeit kommt, dann muss man sich mit diesen ambulanten Dienstleistern verbünden, die ja wirklich überall sind, hier in Bremen 100. Also es trauen sich zurzeit erstaunlich viele. Von den gebrechlichen Alten, sagen wir, die Fachleute, werden über 2/3 zu Hause gepflegt. Also nur knapp 1/3 ist in Einrichtungen. Hier täglich, nächtlich wird in der Bundesrepublik unglaublich unter Verwandten, unter Töchtern, Eltern, oft sind es ja die Töchter, wird großartige Arbeit gemacht. Wichtig ist, dass die nicht allein gelassen werden. Wichtig ist, dass die nicht total überfordert werden. Wichtig ist, dass die eine Unterstützung haben, eine Ambulante, dass sie mal Pause machen können, dass sie mal ausschlafen können, dass sie mal Urlaub machen können, dass sie mal einkaufen können, dass sie mal Distanz kriegen können. Also, wenn man das hinkriegt, dann kann ich mir das auch in Zukunft attraktiv vorstellen. Und ich werbe auch dafür. Ich habe selber bei meinen eigenen Erfahrungen mit Pflege so viel zurückgekriegt von denen, für die ich dann zuständig war. Wir erleben beim Pflegen, beim Sterbebegleiten eine große menschliche Nähe, eine große menschliche Erfahrung. Die ist besser als auch Musikdampfer, um die Welt zu juckeln. Die ist besser als Abend für Abend vom Fernsehen einzuschlafen. Man muss das tun, man muss dem Menschen nahe sein, man muss
auch dann, wenn sie Nöte haben.